In Gelsenkirchen ist Gerald Asamoah seit über 20 Jahren zu Hause. Hier fühlt er sich wohl, an dem Ort, an dem er die beste Zeit seiner Karriere hatte. Der ehemalige Nationalspieler ist bekannt für seine gute Laune und guten Fußball. Ich habe ja mal damals auch so aus Jungs gesagt, weil ich interviewt wurde. Da habe ich gesagt, ja, ich bin der erste Schwarze, der richtige Schwarze, der für Deutschland gespielt hat. Ich habe das ja Ironie gemacht. Gerald Asamoah wurde 1978 in Ghana geboren und kam mit 12 Jahren nach Deutschland. Eine Kindheit zwischen vielen weißen Kindern und dazwischen Gerald Asamoah. Als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich endlich mal irgend so einen Hass gemerkt, dass man mich so nicht wahrnimmt. Ich habe öfter mal dieses N-Wort, kannte ich gar nicht. Ich habe das erstmal alles hier in Deutschland kennengelernt und habe auch durch meinen Mitschüler, haben die mir erklärt, was überhaupt das N-Wort heißt. Um einen Blick auf das Heute zu werfen, hilft ein kleiner Sprung in die Vergangenheit. Die Zeche Hugo in Gelsenkirchen, wo der ehemalige Bergmann Klaus Herzmann-Natus viele Erinnerungsstücke aus dem Bergbau und vom Fußball zusammengetragen hat. Darunter auch Trikots von Gerald Asamoah und seine alten Fußballschuhe, auf denen die Namen seiner Kinder eingestickt sind. Und siehe da, Geschichte wiederholt sich. Asamoahs Sohn spielt natürlich Fußball und hat dort ähnliche Erfahrungen wie sein Vater gemacht. Klar habe ich meinen Sohn mal beim Fußball, wo er dann halt rassistisch beleidigt wurde, wo ich meinen Sohn erklären musste, wie, wieso, wieso und sowas ist. Und deswegen ist es nicht schön, sowas. Es gibt viele Prominente, die auf rassistische Äußerungen gegen ihre Kinder auch im Rahmen von Black Lives Matter derzeit sehr unterschiedlich reagieren. Boris Becker wehrt sich in den sozialen Netzwerken. Die amerikanische Schauspielerin Charlize Theron liebäugelt mit einer Auswanderung aus den USA. Und Gerald Asamoah? Der setzt auf die Jugend und sieht dort eine tolle Entwicklung. Ich war bei mir zu Hause und ich kam nach Hause, war mein Kleiner mit einer Freundin am Spielen, Marlena. Und Marlena ist eine deutsche Mädel. Und als ich die beiden gesehen habe und wie die zusammen am Spielen waren, habe ich mich wirklich gefragt, weiß das Mädchen überhaupt, dass das Mädchen, mit dem sie spielt, andere Hautfarbe hat? Und ich glaube nicht, weil ihr war das egal. Sondern sie hat eine Freundin gefunden und die verstehen sich. Daran möchte Gerald Asamoah weiterarbeiten. Zum Beispiel bei seiner Schalker Jugendmannschaft und auch an den Schulen. Für mich sind junge Leute Vorbilder. Junge Leute sind die Zukunft. Und die Leute muss man angehen. Mit den Leuten muss man reden. Und ich bin in vielen Schulen, wo ich halt sehr, sehr Pate von vielen, sehr vielen Schulen bin und rede mit den Kindern und versuche den Kindern auch klar zu zeigen, dass wir alle Menschen gleich sind. Das ist sicher keine leichte Aufgabe, aber schwere Arbeit hat im Ruhrgebiet noch nie jemanden abgeschreckt.